Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Dawn of Man. Wir haben letzte Folge Wir haben zwei Meilensteine erreicht. Milestone unlocked. Megalomania. Cool. Und Consolidation haben wir erreicht. Wo war das denn nochmal? Wo habe ich das denn eben rausgefunden? Milestones. The Riddle of Steel fehlt noch. Get 100 people in your settlement. Ach so, wir haben 100 Leute bekommen. Guck mal. Und jetzt machen wir Iron Age. Oh yeah. Und jetzt kriegen wir Iron Mine, Bloomery oder Required for. Blacksmith, Steelmaking, Iron Spear, Iron Knife. Ah, krass. Und Reinforced Fortifications. Und hier ist Hydropower. Auch geil. Gut, dass wir am Fluss wohnen. So. Iron Smelting macht ihr doch hier. Oder? Nee, das macht ihr woanders wahrscheinlich. Gucken wir jetzt erstmal. Metallurgie. Iron Mine. Ist das hier Eisen? Ich meine, Eisen hat mir ziemlich viel. Ja, Eisen. Machen wir mal zwei Eisenminen. Da haben wir auch noch zwei. Machen wir mal ein paar mehr. So. Drei Eisenminen. Dann, Bloomery. Oh, Bloomery. Smelts iron into steel. Das dahin? Nee, schade. Das muss halt irgendwo hier hin. Ah. Mach mal ein. Auxler. Bailon. Watermill Oven. Oven? Steinofenpizza. Ja, es läuft auf jeden Fall. First Structure Iron Mine Knowledge 1. Das ist gut. Trade has arrived. Jetzt eine neue Technologie. Guck mal, hier ist Hydropower direkt schon. Das ist super. Wir haben hier noch ein bisschen. Direkt nochmal Iron Ore. Zack. Charcoal nehmen wir auch direkt mit. Und nochmal Bronze Knife. Weil. So kriegen wir das schneller zusammen. Gut. Oh, 600. Das wird jetzt lustig. Ich glaube, das können wir knicken. Pass auf, dann nehmen wir nur das Dingens. Dann bin ich froh, wenn wir das wenigstens bekommen. 525. Value 1, Value 1, Value 15. Die Schwerter sind natürlich auch super. Aber Kleidung ist eigentlich scheiße. Wolle! Muss sowieso was weg. Haben wir zu viel? Flachs ist bestimmt wieder zu wenig. Flachs haben wir echt zu wenig, oder? Hydropower unlocked. Cool. Oh yeah, baby. Hydropower. Zeig, was du kannst. So many people have no warm clothing. So, jetzt reicht's bald mal. Aber hier arbeitet doch keiner. Leute. Hier sind Leute, die haben nichts zu tun. Guck. Geht da hin und arbeitet jetzt. No warm cloning. Es gibt aber genug, um das herzustellen. Das ist nicht das Problem. Dann machen wir es jetzt trotzdem noch einmal. Und zwar der Weberlappen. Und zwar stellen wir den hier hin. Weil das ist auch genug da. Das hier ist ein Problem. Production Limit Line. Ja, immer 125% wäre gut. Sagen wir 150%. Und hiervon sind es... Und Infinity. Genau, so soll es aussehen. Okay, jetzt sind sie erstmal am Pflanzen. Jetzt warten wir erstmal, bevor ich die Mauer upgrade. Required Beer, 100. Da, das ist ein Meilenstein. 100 Bier. Ah. Und das Wichtigste ist, ne? Bier ist zum Genießen da. Nicht zum in sich reingießen. Und man muss natürlich das richtige Alter dafür haben.
So. Outfitter bleibt erstmal. Wie gesagt, das ist ein Problem. Watermill, da ist sie. Cool, guck mal. Gut, dass wir am Wasser leben. Am Wasser ist es sowieso so eine Sache, die immer wichtig ist. Oder ist es... hierhin. Oder hier. Hier sieht es auch gut aus. Da, da, da. Habt ihr alles gedingst? Jetzt Winter. Jetzt haben wir ein Problem mit unserer warmen Wäsche. Machen wir jetzt erstmal... Na! Wollen wir erstmal warmes Clothing machen, bitte? Dankeschön. Sonst frieren die doch. Ah, sie frieren schon. Guck mal, da bringen sie immer noch Sachen rüber. Nee, ist Bäumefällen angesagt. So, eigentlich würde ich gerne dann... Das ist das erste Grunddorf. Wenn ich ein neues bauen würde, dann würde das das komplette Ding hier einnehmen. Weil Felder haben wir hier unten super viele. Und die würde ich gerne noch weiter ausbauen. Also mindestens hier die Fläche, ja? Hier ist ein Hügelchen, dann hier so rum. Bäm zu. Aber erstmal muss das Dorf hier aufgefüllt werden und aus allen Nähten platzen, bevor ich das tun würde. Hier müssen Sachen repariert werden. Wie sieht's aus mit dem Holz? Wieder nur 16 Logs. Das ist ja zum Kotzen, oder? Schon wieder neue Bäume fällen. Finden wir hier oben ein paar Bäume. Und da werden Bäume gefällt, da werden Bäume gefällt. Sollte ja funktionieren. Ich werde auf jeden Fall jetzt keine großen Felder mehr anlegen. Das ist das Hauptproblem. Oh, guck mal, da ist die Mühle. Boah, das müssen wir unbedingt hier fotografieren. Das ist das Coolste bis jetzt, muss ich sagen. Oh Mann, ist sie aus, aber ist egal. In der Wasserspritz muss ich ein Bild machen. Schade, ist aber nicht. Cool, gefällt mir. Diese blöden Dinger da, ne? Cool. Ja, die Mühle macht jetzt Korn. Also, wer das nicht kennt, ja, wer auch immer. Das Rad dreht sich durch die Wasserkraft, durch den Fluss. Und treibt durch ein Zahnrad und eines drehendes... das Rad dreht halt einen Stamm. Das geht zum Zahnrad und das dreht dann diesen Stein. Und darunter ist das Korn. Das wird gemahlen. Das wird von da oben daher zugegeben. Durch dieses Loch. Und dann das gemahlene Dingensbums kommt dann da unten raus. Guck mal, wenn man es nicht sieht. Sehr cool. Some of your people have no warm clothing. Okay. Aber das wissen wir ja. Deswegen haben wir jetzt das zweite Ding jetzt hier gebaut. Bam. Ah, die Eselkrankheit geht los. Wie viele Sickets haben wir jetzt? 57. Das ist ja immerhin etwas. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Wie viele Äxte haben wir für Baumfällen? 3! Okay, nächste. Das ist unser nächstes Problem. Baumfällen. Deswegen haben wir so wenig Dingens. Jetzt ist mal das wieder aus. Und du machst Bronze. Wie viele Bronzewaren haben wir? Keine mehr. Da machen wir jetzt, ich meine, Kupfer, da machen wir jetzt nur noch Bronzewaffen. Weil wir hatten ja das Problem mit den Bronzewaren. So, und du machst jetzt Iron. Okay. Und Steel. Man braucht Kupfer, um Eisen herzustellen? Oder ein Teil von Kupfer? Ich dachte... Nee, ist Iron, Entschuldigung. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Und Steel ist, glaube ich, doch... Stahl ist doch kein Gemisch. Stahl ist nochmal... Noch, ist das nicht noch weiter erhitzt? Ein nochmal erhitztes Eisen quasi. Und daraus wird dann Stahl... Ich bin mir nicht mehr sicher. Some of you people have no warm clothing. Yo, that. Wir bleiben jetzt erstmal so. Wir brauchen nichts von dir, Händler. Kannst wieder abziehen. So, 76 Dingensbummens. Ja, wir jagen jetzt auch nichts. Oh Mann, wir wollen unbedingt Äxte. Wir haben nur noch 3 Flintäxte. Mann ey, was für ein Verschleiß an Werkzeugen.
So viele people have no warm clothing. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir alles anmachen und auf 100% laufen lassen. Dass alles hergestellt wird. Aber erstmal lassen wir jetzt nochmal Echse machen und dann machen wir einfach alles an. Und dann sehen wir mal, wie die Leute das alles brauchen. Da müssen wir uns darum nicht mehr kümmern. Boah. Macht mal wieder beides. Hallo. 107 und wir haben 93 Klamotten. Alla, dus. Und dos tres. Kapazität haben wir jetzt für 130. Das war schon mal gut. Also ich habe jetzt keine großen weiteren Arbeitsplätze gemacht. Guck mal, da fahren jemand noch hin. Achso, das hieß ja zum Dingensfällen. Recycle, ja bestimmt nicht. Bin doch nicht wahnsinnig. Quamp. Jetzt haben wir 10. Immerhin schon mal ein paar mehr. Okay. Pass auf. Los geht's. Machen wir mal unsere Steinmauern. Upgrade to Wall. Volle Kanne, Hoshi. Wir haben so viel Steine gefarmt dafür. Schon vor 2 Folgen, ne? 3 Folgen, glaube ich. Das war auf jeden Fall eine Aufnahmesession, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann das war. Wir haben nämlich noch 100 Steine. So, dann mal los. Workload is too high. No shit. Los geht's, meine tapferen Kleinen. Aber Holz gehen wir jetzt auch mal wieder rein. Jetzt müssen wir ein paar mehr extra haben. Wir haben 87 Dingensbummens. So, fangen sie an hier. Wette die Steine. Wie viele Steine brauchen wir für eins? Ein. Ja, kein Problem. Bald haben wir mal Stahl. Require Steelmaking. Das haben wir noch nicht gedingst. Steelmaking, krass. Machen wir erstmal hier. Genau. Fortifications. Dann brauchen wir hier die Tore. Quantum Reinforced Gate. Reinforced Gate. Reinforced Gate. Reinforced Gate. Ich muss sagen, das macht sich doch auch als Multiplayer-Spiel ziemlich gut, oder? Ich meine, die Karten sind so riesig. Wahrscheinlich treffen sich die Leute gar nicht. Hören wir mal, da ist einer und da hinten. Ich meine, die Multiplayer-Partie geht richtig lange. Ja, aber trotzdem. Das würde sich echt anbieten. Ich meine, dann greift einer... Ich meine, das könnte sich anbieten. Man muss ja nicht unbedingt halt gewinnen durch... Keine Ahnung. Tod. Sondern durch wirtschaftliche Sachen. Some of you people have no light clothing. Ist immer irgendwas davon. Immer. Reinforced Fortification unlocked. Das ist alt. Scheiße, da hinten. Ach, guck mal, ich hab nämlich was ausgewählt gehabt. Gut gesehen. Bin auch der Beste. So. Jetzt machen sie... Genau, jetzt reißen sie erstmal alles ab. Oh, Gott sei Dank ist das Korn nicht gewachsen. Das haben sie gesät. Haben wir hier irgendwas Neues? Warte mal. Spiritual. Nee, da haben wir alles gebaut. Dolmen haben wir gebaut, Menie, Totem. Alles gebaut. Blacksmith. Oh, warte mal. Make Iron Steel Tools. Den brauchen wir auch noch. Trader has arrived. Ich wollte gerade sagen, da ist er doch. Hier wird eigentlich das Dorfzentrum, das erste Lagerfeuer, ne? So gesetzt. Hier, Baking. Siehst du? Schakalaka. Wolle. Machen wir mal. Ja, machen wir die Wolle weg. Ist egal. Ich würde sagen, vielleicht doch nicht ganz. Flintsickle, oh Mann, ey. Baking unlocked. So, jetzt haben wir auch ein Ding ins Ofen. Cool. Jetzt haben wir einen Oven. Oven! Pass auf, der kommt hier zu den Granaries.
Ah, schade. Aber irgendwo hier hin. Ist das hier ein Steinlager? Komm, machen wir das mal weg. Kommt dann dahin. Obwohl. Nee, halt. Lieber nicht. Warte, es sollte doch hier hin. Workload is too high. Machen wir den hier hin. Haben wir noch mehr Brot? Wir haben ja schon 100. Ich verkaufe das nächste Mal einfach Brot. Wo das nicht so gut ist. Brot verkaufen, bis der irgendwo angekommen ist. Das hat der. Verkauft er nur noch Steinbriketts. Wir haben genug Stone. Ach, hier, guck, da bauen sie. Oh, cool. Guck mal. Sowas hält auch für Eonen. Ach Mist, mein Kaffee ist leer. Sowas auch. Hehe. Vielleicht füllt er sich ja von selbst. Guck hier, da ist sie. Sie bewegt sich. Ah, ist das cool. Dann kann ich ja diese komischen kleinen Mörser entfernen. Richtig cool. Wie schön das hier aussieht. Jetzt kann ich nochmal ein Bild machen vom Stonehenge. Stonehenge. Guck mal, die Kühe latschen da drin rum, kacken da rein. Die Bäume sind nämlich jetzt weg. Weg damit. So. Mann, muss das denn immer so ein grausames Geräusch sein? Man denkt immer, alle sterben gleich. So, davon haben wir den kleinen Blablabla. Muss halt hier einer arbeiten, dann ist das kein Problem. Ah! Ach, das Lager ist so weit weg, das kann auch sein. Cool. Die Steinmauern werden gebaut. Aber wir hatten, dabei hatten wir noch gar nicht so ein richtiges Problem mit... Ich meine, die haben ja sowieso nie wirklich die Mauern angegriffen. Kann man die auch upgraden hier? Oh, upgrade to Guard Tower. Boah, dafür brauchen wir Eisen. Das ist krass. Aber es wäre schon cool. Guck mal. Wir machen Stahl hier. Oder Eisen. Auf Blasebalge am Dingensen. Aber wir sind alle beschäftigt. Workloader ist mehr als nur high. Over 9000. Fruit collected. 100. Gerade mal. Guck mal, wie niedrig die Mauer ist. Aber effektiver halt als dieses Holzdings. Kannst halt nicht anzünden. Und hält für immer. Ist schön kühl. Kannst auch Häuser dran bauen. Haben sie auch oft gemacht. Gehe ich mal stark von aus. Das ist meist so gewesen. Dass an Mauern, glaube ich, auch Sachen dran gebaut wurden. Aber halt schlecht. Auch. Gleichzeitig. Okay, haben wir schon einen Stein? Wir sind auch dran am Bauen. Guck mal, der ist nackig, weil wir keine Klamotten haben. 100, 102. Ich habe keine Klamotten, aber 100 vorbei. Unvorstellbar, ich hatte schon Probleme bei 20 damals. Okay. Ach so, hat Metallbeschlag. Deswegen. Und richtige Scharniere, nicht nur so ein Holzteil. Das kannst du dann auch nicht mehr so schnell aus den Angeln. Kommen die auch mit Rammböcken oder so? Das wäre ja auch cool. Bum, dum, bum, bum, dum. Some of you people have no light clothing. Holzler. Holzler. Ha. Holzler. 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 Okay, das haben wir. Jetzt wird geerntet. Hoffentlich tun die das auch jetzt. Boah, ich habe der Mauer kein Vorrecht gegeben. Tun sie auch. Sehr gut. Structure Build. Reinforced Gate. 90 plus 1. New Human War Spawn. Sieht gut aus, oder? Haben wir noch Platz für 15 weitere Leute. Die Mauern sind fast fertig gebaut. Oh, ich dachte jetzt... Ich habe die ganze Zeit Angst, dass jetzt ein Raider-Angriff kommt. Jetzt haben wir schon 40 Kompositbogen und normale Bögen. Ich muss mal bald den Karren weitermachen. Ich muss mal hier sagen, Karren... Nicht Infinity, sondern kann ich irgendwie sagen 100% oder so... Ah, 100%. Product limit of cards. Card is set 1% of the population. Ach so. Machen wir es mal so. Wie viel Angeln haben wir denn noch? Das ist halt nicht so wirklich super duper effektiv, muss ich sagen. Er macht erstmal die Bögen fertig.
Milk! 250, das ist auch gut. So, jetzt fehlt die Mauer hier noch, Leute. Wie sieht es mit Stein? Stein sieht schlecht aus. Dann holen wir uns ein paar Steinchen. Neue Steinchen. Neue Steinchen. 5. Dann brauchen wir noch mehr Steinchen. Da sind noch mehr Steinchen. Guck mal hier, das kann jetzt mal weg. Bam. Bam. Sollte ja wohl noch ein bisschen was bringen. Die sind ja schnell gebaut. Also ein Stein finde ich schon... Könnte vielleicht zwei Steine sein. Also vieles ist schwer zu kriegen, aber das ist dann easy. Ne, um nix. Okay, ich glaube, warme Kleidung ist noch wichtiger als... Oh, es geht los, scheiße. Okay, sie kommen von da. Alle mal zurück! Nuka World Raider greifen an. Alle Mann zusammenziehen. Scheiße. Schnell, lauf! Turan! Die greifen meine Ziegen an, die Schweine! Guck mal, der Opa mit dem Schwert. Genauso muss das sein. Penner. Das nächste Mal muss ich viel früher Alarm rufen und die Tore dann schließen. Naja, ich krieg doch Klamotten von denen, oder? Wir haben einen Toten, zwei Tote. Und unsere ganzen Hunde natürlich. Guck mal, wie viel Stroh wir haben. Super. Sollten wir mal das Wasser... Im Wasserspeicher. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Brunnen? Reicht dieser eine Brunnen überhaupt noch? Wo ist er denn? So. Das kommt erstmal weg. Mehl haben wir 21, obwohl, nee, vielleicht lassen wir es. Ich meine, die Mühle macht wahrscheinlich 10.000, 20.000 Mal mehr Ertrag. Aber besser ist, wir lassen die noch da. Man weiß nämlich nie, inwiefern das ein Problem ist. Aber Brot haben wir echt genug. Scheiß Raider-Angriff. Das nächste Mal mache ich die Tore zu, aber ich will gerne noch Dingens abwarten. So, wir haben drei davon. Naja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Eisen. Weil noch eigentlich brauchen wir das nicht, aber es braucht echt lange, bis es fertig ist, hä? Meine Güte, vielleicht machen wir noch so einen. Noch ein Bloomery. So. Nie genug. Maruk has died of old age. Nein, Maruk. Schade. So, die Zeit sagt, alter Mann, du musst aufhören, sonst wird die Folge zu lang. Leute, wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Dawn of Man. Und wie immer, bis dahin, haut rein.